Hey und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Idien und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Speedbuild-Folge, mein Projekt Die Wilhelma nachzubauen. Heute zieht die Wilhelma die Schopfgibbons ein, beziehungsweise die Siamangs. Ich versuche mich immer wieder ans Originale zu halten, doch wird es hier eventuell ein paar Abweichungen geben. Doch all das direkt nach meinem kurzen Intro. Viel Spaß! Heyo alle zusammen, ich habe ja gerade im Intro gesagt, ich werde mich diesmal an die Schopfgibbons der Wilhelma zuwidmen. Die Tiere gibt es leider im Spiel nicht, weshalb ich hier dafür die Siamangs benutzt habe. Und ich würde es mal sagen, und ich denke mal auch ihr seid der gleichen Meinung, so groß ist der Unterschied jetzt nicht unbedingt. Selbst von den Lauten, die sie die ganze Zeit machen, sind die ja eigentlich relativ gleich, weshalb die da einfach wunderbar reinpassen. Und ich hoffe, am Ende stimmt ihr mir natürlich zu, dass ich die Schopfgibbons bzw. die Siamangs benutzt habe. Das ist auf jeden Fall klar. Die Kapuzineräffchen kriegen hier natürlich auch noch einen kleinen Auftritt. Aber das werdet ihr definitiv später sehen. Beziehungsweise nachher, wenn ich live wieder durch den Zoo laufe, dann gucken wir uns zusammen natürlich das ein oder andere Detail an. Denn ich habe natürlich auch offscreen sehr viel nachbessern müssen. Aber dazu natürlich später mehr. Ich finde es natürlich schade, dass es in dem Spiel nicht so funktioniert wie in Wirklichkeit, dass sich die Affen wörtlich wie im echten Zoo sich wirklich von A nach B werfen können. Also quasi, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meinte, wo sie einfach hin und her springen. Das funktioniert hier leider nicht. Ich habe versucht, mich ein bisschen wieder, wie gesagt, an das Original zu widmen, dass zum Beispiel jetzt die Klettereinlagen in dem offenen Gehege, also hier in diesem freien Gehege quasi, also wo die Sonne halt reinguckt, dort hängen halt hier und da viele Seile und auch so eine Art, ja, sag mal, wie Schaukeln sehen die jetzt, sage ich mal, aus. Die Affen können natürlich nur dran rumklettern, aber von A nach B zu springen, ja, das ist halt, ja, damit muss man halt zufrieden sein, wie es halt ist. Vom Optischen her sieht es toll aus, also ich bin definitiv zufrieden, es ist mir relativ gut gelungen. Sowohl das Außengehege als auch das Innengehege, das sieht nämlich echt, ja, ich bin der Meinung, habe ich mich selbst übertroffen. Ich hoffe, ihr seid natürlich meine eigene Meinung. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dazu ein kleines Statement in den Kommentaren hinterlassen könntet. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich habe es auf jeden Fall so art versucht, im Innenbereich zu gestalten, dass die Tiere sich auch noch einigermaßen dort bewegen können. Also das mit ein paar Hin- und Herschieberei der Objekte hat es dann natürlich irgendwann mal funktioniert. War, ja, wie gesagt, sehr friemelig, vor allem offscreen-mäßig, bis ich das irgendwann hinbekommen habe. Dann hat es aber, wie gesagt, offen gesagt, doch funktioniert. Und bei den Kapuzineräffchen später war es natürlich noch ein bisschen, ja, noch friemeliger. Aber im Endeffekt habe ich das auch hinbekommen. Der Nachteil ist immer wieder die, wie soll ich sie nennen, die Gehegebegrenzung, also die unsichtbaren Barrieren und. Man kann ja die vorgefertigten Barrieren natürlich nur auf einem Untergrund bauen, leider nicht in der Luft. Ihr wisst, was ich meine, also heißt es im Endeffekt, man müsste den Boden anheben und dadurch kann man dann quasi das Geländer hinmachen. Und das, ja, hat hier nicht so funktioniert, wie ich wollte, denn ich wollte eigentlich den Eingang für das Gehege oben haben. Hat nicht funktioniert, leider nicht, obwohl ich auch im Gebäude an sich drinnen das angehoben habe. Das sah dann im Endeffekt irgendwie komisch aus, weshalb ich das dann gelassen habe. Mit den Kapuzineräffchen war genau das Gleiche. Ich habe dann im Endeffekt ist der Eingang unten. Also jetzt hier bei den Siamangs ist der Eingang jetzt hier quasi im Außenbereich, da wo ihr es seht, in diesem riesen Käfig. Die kommen einfach seitlich rein, die Tür sieht man nicht, die ist ein bisschen verdeckt. Es gibt da eine improvisierte Tür, also so eine gestaltete Tür, wo das im Endeffekt aussieht, als ob das der Eingang ist. Und dann bei den Kapuzineräffchen ist es fast identisch, also der Eingang und auch der Eingang für die Affen ist natürlich unten, also müssen die Tiere im Endeffekt einen Ast nach oben klettern, um in das Hauptgehege zu gelangen. Aber das werdet ihr später nochmal sehen und ich werde es auch später ein bisschen ausführlicher, hoffentlich, ja, euch erklären, wie wo was, aber ich denke mal, wenn ihr das sehen werdet, wird sich das alles von selbst erklären. So, wie ihr das hier auf jeden Fall sehen könnt, habe ich versucht, von dem Außenbild
was ich da gefunden habe. Ich habe das leider jetzt nicht hier mit in dem Video mit reingeschnitten. Das ist jetzt ja leider schade, aber man sieht da halt nicht viel. Ein bisschen aus der Entfernung hat man da was erkannt. Und dadurch habe ich halt natürlich die kleinen Vorlagen genutzt für die Klettergerüste, wie ihr die hier gerade sehen könnt, mit den ganzen Seilen. Die sind ja auch laut dem Bild auch so angeordnet und die Tiere in Wirklichkeit würden ja von den Ast zu Ast springen, was leider im Spiel nicht machbar ist, weshalb ich das auch ein bisschen leicht so gestalten musste, damit die vom Boden aus auch in den Innenbereich kommen können, und im Endeffekt hat das ja auch so funktioniert. Also da bin ich auf jeden Fall zufrieden, wie das geworden ist, also vom optischen Stil her sieht das echt klasse aus. So, aber ich würde es einfach mal sagen, ich habe jetzt nicht mehr viel zu sagen. Ich würde mich jetzt einfach mal für das restliche Speedbild verabschieden. Das geht jetzt in ungefähr wirklich 10 Minuten, also ist jetzt diesmal echt mehr als ja, üblich. Ich hoffe, ihr verliert daran keine Lust. Schaut es gerne bis zum Ende und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder live im Zoo. Bis dahin sage ich ciao und bis gleich.
Hey, meine Freunde, willkommen zurück. Ich habe mich hier in das Nichts positioniert, aber ihr seht ja, wir schauen uns das natürlich jetzt mal live an. Hier sind schon die ersten Besucher angekommen, das freut mich natürlich. Wir schauen uns das Gehege erst einmal von unten an. Ich denke mal, viele von euch, die das ja live kennen, also in Wirklichkeit, werden hier kleine Flashbacks bekommen. Ich habe es im Speedbuild ja schon erwähnt, hier sind nicht die Schopfgebungs drin. Schopfgebons? Ja, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich habe hier die Siamangs, also quasi die neuen von dem neuen DLC hinzugefügt, und ich finde das eigentlich passend, weil die haben sehr starke Ähnlichkeiten miteinander. Leider können die nicht überall hinklettern, wo es eigentlich sein sollte. Also die schwingen leider nicht hier von diesen, ja, von diesem Ast zum Ast, wenn ich das jetzt so sagen möchte, tun sie leider nicht. Das finde ich echt schade, aber es ist ja, es dient ja nur zum optischen Zweck. So. Von hier aus hat man auf jeden Fall nur einen Blick von, ja, von hier aus. Und wir gehen jetzt natürlich nach oben, da kommt schon gerade einer raus. Man kann nämlich natürlich auch von hier gucken, wie er gerade den Ast entlang läuft. Da kommt schon der nächste.
Wunderbar, der Eingang für dieses Keg ist natürlich hier unten. Ich hatte es erst ursprünglich dort unten gehabt. Das hat aber dann nicht so funktioniert, wie ich wollte. Da kommt schon der dritte raus. Wahrscheinlich gibt es ja Yummy Yummy. Hier, kragieren sie schon rum. Hier hat man auf jeden Fall den botanischen Garten, wie ihr das sehen könnt. Das hier muss auf jeden Fall auch noch gemacht werden, das ist klar. Ich musste hier ein bisschen, ja, ein bisschen bearbeiten, weil das nicht so rausgekommen ist, wie ich wollte. So, und hat man auf jeden Fall von hier oben auch noch einen Blick. Hier müsste ich vielleicht nochmal ein Schild hin machen, welches hier drin ist. Aber hier hat man auf jeden Fall auch nochmal einen Blick auf das Gehege. Natürlich könnte man sich ja theoretisch jetzt über das Geländer lehnen und von dort aus reingucken. Aber irgendwie funktioniert es natürlich nicht. Es ist ja ein Spiel. Also das sollte man nicht realistisch sehen. Aber es ist halt cool. Und die, ja, das ist halt der Nachteil, dass sie halt mehr auf dem Boden rumkrabbeln, als hier herumzuklettern. Das ist natürlich schade. Der Durchgang ist relativ groß. Das muss natürlich so sein, sonst würden die Affen da leider nicht hineinpassen. So, da läuft gerade einer entlang. Den können wir uns ja mal beobachten. Da kommt schon der nächste hier links. So, und der müsste jetzt natürlich da reingehen. Genau. In den Innenbereich. Da gehen wir natürlich jetzt auch gleich rein. Denn den habe ich ja auch noch ein bisschen bearbeitet. Da kommt schon der nächste. Also, wer weiß, was es da drin gibt. Da schauen wir uns mal kurz nach. So. Und dann hänge ich hier wieder auf dem Boden fest, wie üblich. Hallo? Ich möchte hier weiter. Irgendwie will das nicht funktionieren. Weil hier irgendein Blocker drin ist. Ja, toll. So, dann gehen wir halt mal kurz raus. Machen es einfach neu. Und ich klitsche natürlich nach oben. Sorry. So, jetzt hoffentlich passt es. Natürlich nicht. Ich hänge hier irgendwie jetzt immer noch im Boden fest. Jetzt. Ah, ja, hier ist irgendwo ein Glitcher drin. Ich komme hier nicht weiter. Das ist echt mies. Dann machen wir es einfach auf die altmodische Art. Wir fliegen. So. Wenn man hier eigentlich hier ist, hat man hier natürlich auch einen Blick auf den Spielplatz, der hier ursprünglich eigentlich ist. Ich weiß nicht, ob er immer noch da ist. Und hier das alte Affenhaus, wo die alten, also die Gorillas an sich ja hier drin waren. Hier kommt natürlich auch noch ein Affengehege hin, aber hier ist auf jeden Fall ein altes Gehege der Gorillas, glaube ich. Das wird definitiv auch noch irgendwann mal hier hinzukommen. So, hier natürlich die offenen Türen, wir gehen hier hinein. Und dann hat man hier den wunderbaren Blick. So, wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Ich habe auf jeden Fall, also hier durch diese Tür oder allgemein durch dieses Fenster kommen sie natürlich hinein. Dann haben sie natürlich die Wahl, überall herumzuklettern. Ich habe hier die Tür aufgemacht, damit die natürlich auch hier noch ein bisschen herumklettern können. Das habe ich natürlich beabsichtigt, damit die hier ein bisschen mehr Freiraum haben. Und natürlich hier habe ich die Kapuzineräffchen hineingesetzt. Hier sind natürlich andere Affenarten drin, so viel ich weiß. Aber da das ja die kleinste Affenart ist im Spiel, habe ich hier natürlich die Kapuzineräffchen benutzt. Und so wie sie aussehen, sind sie entweder draußen oder im Zwischenbereich. Das schauen wir uns gleich mal an. Auf jeden Fall habe ich hier irgendwie so ein Vergleichsbild mal gesehen, wo natürlich an der Wand auch so, ja, die Affen hier quasi abgebildet sind. Natürlich sind die Affen rot auf dem Bild gewesen. Das habe ich jetzt leider gerade nicht vorhanden. Hier sind sie halt jetzt, ja, schwarz. Aber im Endeffekt kommt genau dasselbe raus. Ob die jetzt schwarz oder rot oder, ja, je nachdem sind, spielt keine Rolle. Hauptsache die Dinger sind abgebildet, damit es ein bisschen mehr realistisch rüberkommt. So, aber ich glaube hier, der Raum müsste vielleicht ein Ticken kleiner sein. Aber finde ich jetzt persönlich nicht schlimm. Kann man ja auch so machen. Aber ich sehe jetzt gerade, das hier muss ich ändern. Weil hier habe ich die Schräge natürlich so gemacht, so wie ihr das sehen könnt. Das muss ich hier definitiv noch nachbessern, weil das sehe ich jetzt gerade. So, sehen wir jetzt hier die Siamangs noch oder sind die wieder raus? Ich glaube, die sind wieder raus. Oh, guck mal, der hockt sogar hier. Das sehe ich das erste Mal. Und dort sind die anderen zwei. Okay, alles klar. So, auf jeden Fall können die hier rein und dann hier überall herumklettern. Das funktioniert auf jeden Fall, das habe ich schon nachgeguckt, das ist klasse. Hier ist natürlich auch die Tür, die natürlich nur zu ist, damit die Affen sich nicht begegnen. So. Wir gehen jetzt einmal hinaus. So. Und dann hier links. Ist natürlich das Außengehege noch, das habe ich offscreen noch ein bisschen hingebaut, damit, ja, da musste ich auf jeden Fall ein bisschen nachfriemeln, vor allem was diesen Weg hier betrifft, denn die Höhe war da jetzt gerade nicht so akzeptabel. Ich zeige euch gleich, was ich meine. Oh, hier hüpft einer rum. Hier ist einer. Auf jeden Fall können die Kapuzineräffchen in beide Gehege reingehen, weil ich fand es ein bisschen blöd, dass ich die trenne. Weshalb die jetzt hier und quasi auch dorthin können. So, finde ich jetzt nicht schlimm. So, da lümmelt einer rum. Auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten hier zum Klettern. Die sind ja relativ
mickrig, das ist relativ gut. Und hier ist natürlich das andere, aber hier ist gerade keiner. Nö. Ich kann ja mal kurz reinfliegen, wie ich das gemeint habe. Das ist einfach nur so ein Zwischenraum, wie ihr das hier sehen könnt. Man sieht es von außen nicht. Auf jeden Fall nicht. Und der Eingang ist natürlich hier unten. Die Affen müssen einfach hier hochklettern, denn es ging leider nicht anders. Ich habe versucht, hier irgendwas mit den Anhöhen zu machen, denn ich kann leider die Barrieren und selbst die unsichtbaren Barrieren nicht in die Luft setzen. Das hat nicht funktioniert. Weshalb ich hier versucht habe, die Erhöhung ein bisschen anzuheben. Hat nicht so funktioniert, weshalb ich jetzt den Eingang quasi unten gemacht habe. Und das Gehege ist einfach, ja, provisorisch dargestellt. Aber es funktioniert. Also, solange es funktioniert, bin ich zufrieden. Und dann reicht es natürlich für mich aus. Denn von unten klettern die hoch und dann kommen die ja trotzdem hier hin. Und da sitzt er wieder. Ich weiß nicht, ob er eingefroren ist oder ob er da jetzt gerade hinkeggelt. Ich habe keine Ahnung. Komisch. Ja. So, das habe ich gemeint, nämlich mit dieser Anhöhe. Das hat mir jetzt nicht so gefallen. Ich muss diese schräger machen. Denn laut Original ist, soviel ich weiß, der Weg fast verbunden mit dem Boden hier quasi. Weshalb das hier noch ein bisschen schräger werden muss. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Das wird noch gemacht, weil sonst wäre das hier unpassend. Denn so wie ich das, den Weg ja gelegt habe, wäre dieser Weg hier tiefer. Also, hier. Seht ihr das, was ich meine? Der Weg war tiefer. Viel, viel tiefer. Das seht ihr hier auch. Dann hätte ich den hier jetzt erhöhen müssen und es hätte nicht gepasst. Weshalb ich das jetzt hier angepasst habe mit der Höhe. Das wird hier definitiv noch ein bisschen verändert. Quasi die zweite Ebene wird noch eins höher gesetzt, damit sich das quasi miteinander zusammenpuzzelt. Aber da muss ich mir noch ein bisschen mehr Zeit, ihr wisst, was ich meine. Ich muss mich da ein bisschen reinfuchsen noch, wie ich das am besten löse. Ansonsten, weil das hier ist auf jeden Fall auch nicht so viel. Ich weiß, dass er plötzlich in einen Weg nach oben geht oder nach unten. So viel ich weiß, ist diese Wegverbindung hier fast eben, weshalb ich das jetzt auch nicht jetzt auch so lasse, weil das ist minimal. Das lasse ich auf jeden Fall so. Also ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Und dann geht es ja hier quasi auch noch nach oben zu den, wie heißt hier, zu diesen, sagen wir mal, Paviane. Und dann ist das ja quasi unten. Hier wird natürlich auch noch aufgefüllt, aber das überlasse ich mir irgendwann mal. Ich denke mal, das werde ich offscreen machen, weil das ist ein bisschen zu viel Friemelei, was immer dieses Gelände-Dingsbums betrifft. Ihr wisst, was ich meine. Viele haben dasselbe Problem wie ich. Aber ansonsten würde ich jetzt mal sagen, ist dieses Gehege für die Schopfgebunds, sagen wir mal Schopfgebunds alias Siamangs, damit fertig. Hier oben sind auch noch ein paar, habe ich so offen gelassen, damit hier quasi auch ein bisschen Licht reinkommt in der Dunkelheit. Oder quasi auch jetzt hier, wenn es, okay, hier müsste ein bisschen ausgeleuchtet werden. Aber hier kommt noch schön der Mond zum Vorschein, finde ich relativ gut. Allgemein noch die Sonne. Ich glaube, das kommt schon realistisch hin. Also, das ist natürlich wieder Meckern auf hohem Niveau. Aber das hier, wie gesagt, muss ich noch ändern. Das bitte ignorieren. Und guck mal, da hocken sie. Da sind sie. Hui. Direkt am Schaufenster. Und was haben wir hier? Nichts. Alles klar. Dann gehen wir nochmal raus. So. Dann bin ich natürlich damit echt zufrieden. Also ist mir relativ gut gelungen. Ich habe hier relativ viel Beton verarbeitet. Beton mit Stahl, das ist definitiv klar. Ihr wisst, was ich meine. Aber das nächste Mal werde ich mich definitiv hier, daran widmen. Also ihr wisst wahrscheinlich schon, was dort ist. Diese komischen, wie soll ich sie nennen? Ich nenne mir auf jeden Fall die Nasenaffen, die mit diesem Wasserbecken da verbunden sind. Ihr wisst, was ich meine. Das kommt auf jeden Fall als nächstes dran. Aber jetzt sehe ich gerade, ich glaube, das hier hätte ich vielleicht einen Ticken weiter rechts setzen müssen. Aber ich lasse es jetzt so. Jetzt ist der Zug abgefahren. Ich werde hier nichts mehr dran ändern. Das, so ist es, wie es jetzt ist. Also, ich beschwere mich nicht. Ich lasse es einfach so. Beim Rest werde ich einfach nur improvisieren. So, aber nun verabschiede ich mich natürlich wieder. Wie hat euch dieses Speedbild gefallen? Schreibt es mir doch in die Kommentare. Ansonsten, schenkt dem Kanal ein Abo, es kostet euch nichts und hilft mir sehr. Bis dahin wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag und bleibt gesund, euer Edien, ciao.